Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? So, wir haben ein bisschen Stuff natürlich hier für den Contest natürlich noch mitgebracht, weil wir hier Sponsoren sind, ein paar Shirts hier. Aber ganz wichtig noch, hier machen wir hinter der Kamera Sofian, dein Grip Tape, Rollen, Schrauben, Kugellager und natürlich ein Board. Korrekt. Korrekt ist korrekt. Korrekt. Also hier, deins. Dankeschön. Bitte, bitte. Das ist tatsächlich meine Lieblingsmarke, Zero. 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 BGK Gangs Ghetto Wheels. Gangster Wolle muss sein. Ey, Bronson. Danke, danke. Und das ist hier das Welcome-Paket. Danke, Paf. So, hier, bitte. Here we go. So, jetzt packen wir weiter an und gehen zum Contest. Das Interessante immer an diesen ganzen Reisen immer, wenn ich zu Contest reise und irgendwelche Moderationen mache, ist immer nice, dass man immer in fremden Städten ist. Wir sind jetzt in Mettmann, Stadtwald. Und es überrascht mich nicht, wir sind tatsächlich in dem Stadtwald hier drin. Und frische Brise, es ist auf jeden Fall immer eine interessante Perspektive, in neue Städte zu fahren und zu moderieren und die Skate-Szene überall zu supporten, in jeder Stadt, auch in ganz, ganz kleinen Städten. So langsam hört man was, Motto. Das wird heftig, die Preise kommen jetzt hier rein und dann hauen wir raus. Wir haben bis zum 5. Platz, aber Best Trick war heftig. Wir haben eine Menge Preise noch für Best Trick. Wir sind ready. Auf Platz 5. Mach mal Lärm für Nat. Hey. Nat, komm her. Digga, get Lipslight. Kada boom, kada bam. Dankeschön. Du kriegst hier ein bisschen was. Du wolltest es auch. Platz Nummer 5. Da gibt's ein Board. Wir haben Boards. Wir haben gesagt, für Best Tricks gibt's Boards. Boom. Für Gap Lipslight. Habt ihr den gesehen? Damn. Da musst du Eier haben, auf jeden Fall. Da mit voller Geschwindigkeit und vollem Karacho, vollem Selbstbewusstsein. Der Frontside Lipslight ist heftig. Deswegen Props nochmal hier, Frontside Lipslight. Gap Transfer. Das ist auf jeden Fall ein NBD, denke ich mal. Für mich selber gestanden, das allererste Mal hier. Nice, ja? Mit dem scheiß angebrochenen Deck, Mann, Alter. Yes! Mach doch mal Lärm hier richtig, Alter. Nice! Mettmann represent, boys! Nice! Auf Platz 4, Best Trick, richtig krass gerippt, Antoni! Antoni, komm mal her, da hinten am Chillen, Digga, du komm mal ganz her! Hier ging ab, hat einige Tricks über Backside, Lipside, Shove It Out, das Rail runter war unfassbar, war auf jeden Fall der Best Trick von ihm. Auch, denke ich mal, NBD für ihn. Gibt's ein Board? Du gehst am Boards.
Wenn wir einmal was sponsern, neue Shape. Danke an alle Sponsoren natürlich hier. Heiß. Wir kommen jetzt zu Top 3. Top 3. Oh, Top 3 Best Trick. Auf Platz 3. Mach mal Lärm für Michael. Michi. Wo bist du? Hier. Da Switch 180 Boneless über die Pyramide. Get that shit. Das sieht man selten. Dafür gibt es hier ein Board. Welche Breite müssen wir klären natürlich? 8,1, 8,2, immer diese Inch-Probleme. Es geht immer 1 mm, 1 cm nach rechts und links, aber Skateboarder sind wahnsinnig. Wir sind geistig komplett behindert, wenn 1 cm rechts, links klappt, trifft das nicht mehr. Brennt passiert. Deswegen. Egal, ich bin das für meine Freunde. Da gibt es doch richtig Grip-Tape oben drauf, keine ja so. Auf Platz 2. Wir haben Platz 2. Sind wir ready? Boah, da gibt es Platz 3, gib mir einige. So, Platz 2 kommt jetzt. Platz 2, mach mal Lärm für OG Darek. Darek, wo bist du, Bruder? Mach mal richtig Lärm. Der hat heute dreimal das Knie ausgekugelt. Ich hab's dreimal wieder reingemacht. Das heutige Skateboard ist unfassbar. Hier, Bruder, komm mal her. Es gibt Board für dich. Wir haben Board. Da gab's auf jeden Fall ein paar Banger von Darek. Nice. Mach mal Lärm hier für OG Darek hier. Die ganzen Videoaufnahmen hier, wir haben auch alles gefilmt, gibt's auf den YouTube-Kanälen hier. OG Darek hat einen YouTube-Kanal. Ich habe OG Skate Shop, hier Sophian Film, das OG Footy. Das ganze Videoaufnahmen haben wir alle gefunden. Also wenn ihr eure Runs sehen wollt, checkt das alles ab. Hier, wir sind kurz, wir sind der Erste kriegt das Ding hier. Können wir das bitte hier, können wir das bitte mal zeigen? Das ist unglaublich, das ist Skateboard-Kunst. Und das ist natürlich ein Preis der Beste, der am meisten aufgefallen ist, der den Best Trick komplett rasiert hat, der jeden Trick gemacht hat. Und ich würde mal sagen, mal richtig Lärm, mal richtig Lärm für Zed. Yes, Bruder, bist du verwundert? Glückwunsch, nice. Es war ein Banger drin. Da war Nolly Very Heel, Big Flip, alles ging. Da gibt's Board. Hier, das ist der Pokal von Kuxi. Check mal das Ding. Nice. Da gibt's natürlich Board. Und da gibt's natürlich Grip Tape und Shirt. XL, bisschen Baggy, Bruder. Bisschen Ghetto wieder. Wir müssen wieder back to the 90s. Da gibt's noch Bounce-Rollen. Übrigens habe ich hier noch so ein Shirt, wer will haben. Das ist, keine Ahnung, kann einer haben hier. Das für, wer fängt? Wer fängt? So, vielen Dank. Danke an alle, die hier mitgemacht haben. Vielen Dank an die Stadt. Danke, dass ihr da alle da wart. Danke den ganzen Sponsoren. Ihr wisst, ein Tag ohne Trainer ist ein verlorener Tag. Geht skaten, habt euch lieb und viel Spaß da draußen. Peace out. Dietrich Stadtwald, war nett. Super geiler Contest in Mettwald. Ja, Mettwald. Mettmann. Aber Mettmann ist auch schon voll der Name. Digga, das krasse ist, ich muss ehrlich sagen, hier mal richtig Real Talk, ne? In der ganzen Zeit, wo man rumreist, ich reise tatsächlich seit 4 Jahren oder seit mittlerweile 5, immer durch ganz Deutschland in jedes Dorf ever. Und es gibt so Dörfer, ich schwöre es euch, das heißt immer ähnlich. Mettmann, Rettmann, Baden, Baden, Maden, Staden, Raden, Willig, Millig, Trillig, Drillig. Digga, alles, du kommst irgendwann nicht mehr mit, wo du dich befindest. Ich habe so viele Contests moderiert, von Stadt zu Stadt zu Stadt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe schon oft auch, ich war in Berlin, ich sage, ich bin Köln. In Köln sage ich Berlin. Und die Leute denken auch, was ist für ein Moderator? Digga, ich arbeite 24-7 non-fucking-stop, dann passiert solche Sprachfehler halt. Wenn man einfach mal 800 Mal das macht, dass man das schon gar nicht mehr weiß, wenn man so gebamst in der Birne ist, dass man gar nicht mehr weiß, in welcher Stadt überhaupt man sich befindet. Wir sind im Mettwald. Digga, ich wusste gar nicht mehr, wo ich mich befinde. Mettwald, Mettbrötchen, ich könnte auch Mettbrötchen gewesen sein. Ich weiß es nicht. Wenn ich kann ja, das ist das Ding, wenn Buchen kommt, Mettbrötchen, Contest, ich komme ja dahin, weißt du, was ich meine? Ich sag ja nicht nein, das klingt verrückt. Ich sag ja, skaten, mach dir best Trick, Mettbrötchen, here we fucking go. Die sponsern mit Bäckerei und so und dann, die kommen da vorbei. Warum nicht? Voll Marketingstrategie, eigentlich müssen in der Bäckerei auf die Idee auch kommen.
Skateboarding zu checken, ah, olympisch, das mal Bäckerei, wir machen Marketing, wir machen ja, Mettbrötchen halt. Mit Vollkornbrötchen, mit Energie drin halt. Ja. Vitalbrötchen für mich bitte. Für das Drehbrötchen, stell mal vor, das, das Drehbrötchen. Da wäre neuer, da. Aber das ist halt so schwer, die zu überzeugen, die ganzen Affenköpfe davon, das ist ja unglaublich. Wir sind halt, ne? Wir sind zwar in der Zukunft, 2018, alles ist gerade Instagram Live, ist heftig. Aber in den Skateparks ist immer noch keine Moneten da für vernünftige Skateparks, für geile Skateparks. Aber ich glaube, das wird jetzt kommen durch Olympien. Nachdem es olympisch wird, werden dann auch die Wege frei werden. Nachdem es olympisch wird, wird dann auf einmal auch auf einmal so ein Geldhahn irgendwo aus dem deutschen Instituts-Kredits-GmbH-OHG-AG-GmbH-AEG und dann haben die Geld, auf einmal 8 Milliarden so. Und dann haben die AMG aus der AEG. Und dann haben die auf einmal wieder AMG von uns gegen die Szene, weil auf einmal die machen so. Natürlich wird das nie passieren. Das sind alles nur hier witzige Theorien von gestörten Skateboardern, die einfach nur die Welt als Skateboarding haben gerne würden. Ich will alles mit Skateboarding haben. Alles andere soll aufhören. Ich will nicht mal Auto fahren. Das Krasse ist eigentlich, mein Traum tatsächlich ist, dass keine Autos statt gibt. Es gibt alles DIY und du kannst, du stehst morgens auf, du droppst aus deinem Bett. Es gibt keine Treppen mehr, es gibt nur noch Quarters. Du droppst und du kannst zum Bäcker droppst du. Du droppst zum Bäcker. Ich schwöre, du droppst zum Bäcker. Du kommst da an, der Bäcker kommt auch raus, gerade mit Bord, Trefle, bumm. Und dann kriegst du dann kannst du wieder zurückfahren. Dann kriegst du dein Mettbrötchen. Dann kriegst du dein Mettbrötchen und dann kannst du wieder zurückfahren. Das ist es doch, oder nicht? Das ist es doch. Ich weiß gar nicht, warum man so weit herholen muss. Eigentlich nur, viele schreiben mir immer, viele Leute schreiben mir, Puff, komm nach Stuttgart. Puff, komm nach da. Puff, komm nach hier. Ja, aber was bringt das alles? Das ist die Frage. Was bringt das alles? Das muss ja Struktur, und vor allem, das muss ja auch hier, das Benzin muss ja bezahlt werden immer von irgendeinem. Kommt ja nicht so geflogen. Da muss man dann mal supporten. Ne? Da muss man auch mal verstehen, was man macht, wenn man das hier sich reinzieht und Spaß daran hat. Da muss man auch mal das Portemonnaie weit aus der Hosentasche holen, aber gierig. Und dann auch saftig auf korrekt teilen. Weil korrekt ist korrekt. Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer?